Ich möchte mit dir bzw. mit euch gemeinsam Abendmahl feiern. Zu Hause ist vielleicht ein bisschen ungewohnt für den einen oder anderen, Abendmahl zu feiern, weil wir es eher kennen, dass wir das in der Kirche feiern. Im Moment erleben wir aber viele Einschränkungen, sodass das in der Kirche speziell ist, das zu feiern. Darum zu Hause. In der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 46, lesen wir: Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und feierten miteinander Abendmahl in Freude und Einfalt des Herzens. Jeden Tag haben die Jünger Abendmahl gefeiert. Jeden Tag? Etwas am Abendmahl muss die Jünger total fasziniert haben. Und das war der Faktor, dass Jesus sich im Abendmahl 120%ig eindeutig als Messias offenbart hat. Ich möchte den Text aus dem Lukas-Evangelium lesen, wo Jesus mit den Jüngern Abendmahl gefeiert hat. Kapitel 22, Vers 19 und folgende. Und er, also Jesus, nahm das Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und reichte es ihnen mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Was hat es damit auf sich? Das Essen war fortgeschritten, er nahm nach dem Mahl den Kelch und er nahm das Brot. Was ist es? Die Juden haben traditionsgemäß bei dem Sedermahl, was Jesus mit seinen Jüngern an der Stelle gefeiert hat, einen extra Platz gedeckt, weil sie den kommenden Messias erwartet haben. In Erwartung an einen Messias haben sie einen extra Platz reserviert, mit einem Glas Wein eingeschenkt und einem Brot, was sie im Laufe des Essens unter einer Serviette versteckt haben. Und man muss sich vorstellen, das Essen ist vorbei, es gibt kein Essen mehr auf dem Tisch und alle haben das Glas leer getrunken. Und dann nimmt Jesus das Brot, was auf dem Platz für den Messias ist. Und im Prinzip ist das, was er sagt: Feiert dieses Mahl nicht mehr in Erwartung an irgendeinen Messias, der noch kommen wird, sondern zu meinem Gedächtnis, denn ich bin der Messias. Und das Gleiche ist mit dem Wein. Er sagt damit eindeutig: Das ist mein Blut. Ich bin das ultimative Opfer, das euch versöhnt mit Gott. Ihr müsst nicht mehr auf den kommenden Messias warten. Ich bin es, der euch versöhnt mit Gott. Und so oft wir dieses Abendmahl feiern, dieses Brot brechen und Wein bzw. Traubensaft trinken, tun wir das zu seinem Gedächtnis. Nicht mehr in Erwartung an einen kommenden Messias, sondern weil Jesus der Messias ist. Das dürfen wir feiern im Abendmahl. Und wenn dir das noch nicht so vertraut ist, dass Jesus ja auch für dich die Versöhnung hergestellt hat zu Gott, dann lade ich dich ein, das Abendmahl vielleicht zum ersten Mal bewusster zu feiern für dich. Dass Jesus ganz persönlich für dich kommt, in dein Leben kommt, so wie wir das Brot essen und diesen Traubensaft trinken, nehmen wir etwas in uns auf. Das kann in uns Raum nehmen. Und so ist es auch mit Gott. Jesus hat uns Versöhnung geschenkt, dass wir zu Gott kommen können, wie wir sind, auch du. Und du kannst etwas von Gott aufnehmen, das dich versöhnt mit ihm, das den Kontakt, die Beziehung wieder ermöglicht und herstellt. Dazu lade ich dich ganz herzlich ein, das jetzt mit mir zu feiern. Jesus, ich lade dich ein, dass du ja mit deiner Präsenz dich ausbreitest, jetzt auch in den Wohnzimmern, in den Küchen oder wo auch immer jetzt Abendmahl gefeiert wird. Dass wir etwas von dieser Realität, von dir erfahren, begreifen und in uns aufnehmen. Danke dafür, dass du uns versöhnst mit Gott, dass du den Weg ans Kreuz gegangen bist, dass wir ja das, was uns von Gott trennt, durch dich ablegen und loslassen dürfen, dass wir Vergebung bekommen durch dich. Und wir wollen es feiern, weil wir dankbar sind für das, was du getan hast, Jesus.
Amen. Und in der Nacht, dass Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach das Brot und gab es seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, sprach den Danksegen darüber und reichte ihn seinen Jüngern mit den Worten: Nehmt und trinkt daraus, das ist der Kelch für den neuen Bund, der durch mein Blut gestiftet wird. Und so oft ihr daraus trinkt, tut es zu meinem Gedächtnis, weil ich der Messias bin. Und so oft wir von diesem Brot essen und von diesem Kelch trinken, verkündigen wir den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus als dem Messias, der uns mit Gott versöhnt. Amen. Nehmt doch jetzt euch Zeit, Brot zu essen, Traubensaft oder Wein zu trinken, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Gottes Segen. Nennst mich dein Meisterstück, aus deiner Hand bin